So, ihr Lieben, ihr, die ihr nicht in den 1. Mai tanzt, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, wir haben eine Freitemennacht. Wir sind auch hier und wir tanzen auch nicht in den Mai. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch sprechen kann und bin gespannt auf eure Anrufe. Also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist 13 Jahre alt und heißt Nadine. Hallo Nadine. Hallo. 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 Weswegen rufst du mich an, Nadine? Also ich glaube, dass weshalb ich angerufen hat, mit Eifersucht zu tun. Mit Eifersucht? Ja. Aha, erzähl. Also, ich war mit meiner besten Freundin in der 5. und 6. Klasse unzertrennlich. Mhm. Und seitdem wir in die 7. Klasse gekommen sind, ist dann noch so ein Mädchen dazugekommen. Ja. Und irgendwie, die hat so alles durcheinander gebracht. Ja. Irgendwie, wir haben uns fast jeden Tag gestritten. Immer über die und so weiter und nach einer Weile hält man das einfach nicht mehr aus. Ja, das heißt also, durch das neue Mädchen ist eure Freundschaft irgendwie, naja, ich will nicht sagen kaputt gegangen, aber ziemlich belastet im Moment. Ja. Ja. Ist denn dieses neue Mädchen mit deiner besten Freundin eng befreundet mittlerweile? Also, meine beste Freundin ist jetzt auch umgezogen. Aha. Und das Mädchen ist auch umgezogen. Ach so. Und die wohnen jetzt auch nebeneinander. Oh, das ist schlecht. Hast du schlechte Karten, weil die natürlich immer mehr zusammenhängen dann. Ja. Du kannst nicht so gut mit diesem neuen Mädchen. Naja, also manchmal ist es so gut, aber manchmal so Krise. Ja. Hast du denn mit deiner besten Freundin schon mal darüber so geredet, dass das alles jetzt irgendwie nicht so ist, wie es früher war? Also schon oft. Also letztens hatten wir so richtig Streit. Ja. Also so kurz vor dem Ende, also Abbruch der Freundschaft. Oh. Was sagt also, sie denn dann? Wie erklärt sie das Ganze denn dann? Also sie meint, ich mache mir zu viele Sorgen. Mhm. Also womit sie auch etwas recht hat. Ja. Also ja, und dann an dem Tag haben so alles Mögliche beredet, so was sie über den anderen nicht toll finden und so. Ja. Ja, und das hat dann auch so geholfen. Ja. Du hast ja gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, das Thema ist so Eifersucht. Ja. Ne? Und ich habe jetzt kapiert, du meinst dich damit, ne? Dass du zu eifersüchtig bist. Ja, also das meint auch die eine Freundin da. Mhm. Meint, ja, ich wäre sowas von dermaßen eifersüchtig und so. Ja. Und das nervt so bla 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 und ist dann allen Streit schuld. Oh. Weißt du, Nadine? Kann natürlich vielleicht auch sein, dass du hast ja gerade selbst zugegeben, dass da ein bisschen was dran sein könnte. Ja. Wenn man zu eifersüchtig ist, egal ob das nun mit einer Freundschaft ist oder wenn du später mal verliebt bist, ist das nicht gut. Da kann man viel kaputt machen. Und das kann auch dazu führen, dass die andere Person einfach keinen Bock mehr hat. Da muss man sich, auch wenn man ein bisschen so das Gefühl der Eifersucht spürt, da muss man versuchen, sich ein bisschen zurückzunehmen und am Riemen zu reißen. Wichtig finde ich, dass wenn du so alleine mit deiner Freundin bist, ist denn das dann gut zwischen euch beiden? Ja, eigentlich schon. Und manchmal will die auch mit mir allein sein. Aber wenn wir das dann der einen Freundin sagen, ja, da wird die irgendwie so motzig und sagt, ja, warum wollt ihr mich nicht haben? Ja. Ist auch immer schwer, wenn drei Leute so zusammen sind. Ja. Ich würde dir raten, versuch mal so ein bisschen deine Eifersucht in den Griff zu kriegen. Und mach dich mal so ein bisschen, ja, zieh dich mal so ein bisschen zurück vielleicht aus der ganzen Geschichte. Dann wirst du auch wieder interessanter für deine Freundin. Und ich glaube, wenn ihr beide eine gute, solide Freundschaft habt, kann auch dieses neue Mädchen die eigentlich nicht kaputt machen. Da musst du dich jetzt drauf einstellen, dass da ein neues Mädel ist und dass die vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Aber lass das mal ein bisschen locker angehen, das Ganze. Denn mit Gewalt kriegst du das sowieso nicht mehr so hin, wie es vorher war. Jetzt ist eine neue Situation entstanden, da ist ein neuer Mensch dazugekommen. Und da muss man gucken, wie man sich jetzt zu dritt da arrangiert, zusammenkommt. Ja. Also, man darf da nicht zu viel klammern und man darf auch nicht zu viel schlechte Stimmung machen. Und wenn das vielleicht im Moment nicht mehr so ganz so ist, wie es mal war,
Da muss man das auch akzeptieren. Solche Sachen verändern sich ja auch im Leben immer wieder mal. Aber ich glaube, wenn du ein bisschen klüger bist und dich zurücknimmst und freundlich bist zu deiner Freundin, hast du verdammt gute Karten wieder, dass von ihr aus auch wieder mehr Interesse an dir besteht. Glaube ich. Nadine, willst du es mal versuchen? Willst du es mal versuchen? Ja, versuch's mal. Mann, ist aber schon sehr spät. Wie kommt es, dass du noch auf bist? Ja, wir wollen keine Schule. Ja. Und da dachte ich, dass du ein bisschen länger hättest. Und dann rufst du da mal an? Ja. Weiß deine Mama das, dass du anrufst? Die schlafen schon. Die schlafen. Oh, da wollen wir jetzt gar nicht weiter das vertiefen. Also, ich würde sagen, du gehst auch mal gleich ins Bett. Ist ja doch schon ziemlich spät. Und versuch mal so in der Richtung dich zu verhalten, wie ich es dir gerade gesagt habe. Ich glaube, dann stehst du ganz gut da in der Geschichte. Ja? Okay. Liebe Nadine, alles Gute wünsche ich dir. Alles Liebe. Okay. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, egal ob ihr 13 seid oder 93, ihr seid alle willkommen hier bei uns. Ihr müsst einfach nur die Nummer wählen, 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Jedes Thema ist heute Nacht möglich. Hier ist Björn. Björn ist 30 Jahre alt. Hallo Björn. Ja, hallo. Ja, Björn, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja. Ich muss erstmal durchatmen, fällt mir schwer, über das Thema zu sprechen. Mhm. Um was geht's denn? Ja, folgendes. Erstmal ganz kurz zu meinem Hintergrund. Mhm. Ich hatte vor einem Jahr einen Unfall und wurde von der Straßenbahn überfahren. Mhm. Dabei wurde mir ein Bein und ein Fuß abgetrennt. Und ich bin halt seitdem jetzt 100% schwerbehindert. Mhm. Das ist aber jetzt nur am Rande wichtig. Das ist nicht das Thema, weshalb ich anrufe. Wobei das ja auch schon ein großes Thema ist. Ja, definitiv. Aber ich versuche das jetzt mit einer Psychotherapie, versuche ich das Thema anzugehen. Sag doch mal das Thema, weswegen du eigentlich anrufst, so wie du das gerne möchtest. Es ist mir auch ein bisschen peinlich, darüber zu reden. Habe ich eigentlich noch nie mit jemandem drüber gesprochen, aber ich dachte, ich versuche es mal. Mhm. Folgendes, ich hatte ja, wie gesagt, vor einem Jahr den Unfall. So, ich bin 30 Jahre alt und ich habe noch nie eine Beziehung mit einer Frau gehabt. Mhm. Dementsprechend auch noch nie Sex gehabt. Und es war vor dem Unfall schon nicht einfach für mich, irgendwie eine Beziehung einzugehen. Und jetzt nach dem Unfall kann ich mir das überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, überhaupt nochmal mit einer Frau irgendwie zusammenzukommen. Nochmal zur Klärung. Du hast ein komplettes Bein verloren? Ja, mein rechtes Bein ist ab bis, und mein linker Fuß. Also das Bein ist bis oben zum Oberschenkel? Ja, Oberschenkelamputation und links Vorfußamputation. Ja. Mhm. Und es gab damals vor dem Unfall, gab es noch keine sexuellen Beziehungen? Nein. Gar nichts? Nee, Knutschen war das Einzigste. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass das noch nicht passiert war bis damals? Ja, ich habe da so eine Vermutung. Das hat wahrscheinlich psychische Gründe. Und zwar in meiner Pubertät, als so langsam die Gefühle und alles aufkam, habe ich eine sehr, sehr schlechte Erfahrung gemacht. Und zwar, wie man es manchmal so in der Pubertät macht, habe ich mit einem Freund was ausprobiert, so ein bisschen, ich sag mal, Sexspielchen, ein, zwei Mal, das war aber nichts Ernstes, das war nur sich mal irgendwie neu entdecken oder was. Da habe ich auch gemerkt, dass ich absolut auf Frauen stehe. Ja. Und das war halt mit einem Freund. Ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Ja, da warst du so wie alt? 12, da 13, war ich 14? 14, 15, ja. Maximal, ne, 14 sagen wir mal. Ja. Ja, und das, gut, das kommt ja, das kommt ja oft vor. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dass man sich da so ein bisschen versucht zu finden, ist nicht so ungewöhnlich. Genau. Ja, und da habe ich halt festgestellt, dass ich definitiv auf Frauen stehe. Mhm. So, das Dilemma für mich war damals aber, ich habe das einem anderen sehr guten Freund erzählt, dass ich mit einem anderen Freund schon mal so sexuellen Kontakt hatte. Mhm. Und der hat es dann überall rum erzählt. Es wusste jeder darüber Bescheid und alle haben mich für schwul gehalten. Und da hatte ich es dann in der Schule und in der Umgebung sehr schwer, überhaupt irgendwie einen Kontakt aufzubauen. Verstehe, die haben dich quasi so in die Ecke gedrängt als Schwuler. Ja, genau. Sich vielleicht nur lustig gemacht über dich. Ja, genau. Obwohl es definitiv nicht so war. Ja. Und du dadurch irgendwie sehr gehemmt warst und dich immer mehr eingekapselt hast. Genau. Und gar keine Traute hattest, an Frauen ranzugehen. Und wenn du es getan hättest, hätten die gesagt, was willst du Schwuler denn? So in etwa. Ne, sowas, so geht's in einem im Kopf ja vielleicht dann vor auch.
Das kann natürlich sein, dass das einen Zusammenhang hat, vor allen Dingen, wenn du es selbst auch so erklärst, dass du dadurch sehr zurückhaltend und schüchtern geworden bist. Ja, dann habe ich dazu oft Probleme mit meinem Selbstbewusstsein gehabt. Mhm. Es gab mal eine Phase, so 1-2 Jahre, da habe ich viel für mich getan, da hatte ich auch das Selbstbewusstsein, da habe ich auch viele Frauen kennengelernt und hatte eine Freundin, aber es kam nicht wirklich zu was. Also ich habe es nie richtig geschafft. Ich war in eine Frau verschossen und die andere, die meine Freundin war, also die eine Freundin war, die wollte was von mir und mit der hätte ich glücklich werden können, aber ich habe es nicht gerafft, weil ich in eine andere Frau verliebt war. Also es waren viele unglückliche Fügungen irgendwie auch. Ja. Was hast du beruflich gemacht vor deinem schweren Unfall? Ich habe in der Druckerei gearbeitet. Vielleicht doch nochmal einen Satz, wie es zu diesem Unfall gekommen ist? Ja, das ist auch so ein Problem. Wenn ich das doch nur so genau wüsste. Es steht nicht genau fest. Ich weiß nur eins. Ich weiß noch, kann mich noch erinnern, dass ich aus der Bahn ausgestiegen bin. Von da an habe ich 5 Tage lang keine Erinnerung. Es wurde so geschildert, also ich war ein bisschen betrunken, nicht schwer, aber ein bisschen betrunken. Und es wurde so dargestellt, dass ich wohl ein bisschen getaumelt bin. Dann habe ich mich versucht, an der Straßenbahn festzuhalten. Genau in dem Moment ist die aber losgefahren und ich bin dann in die Lücke zwischen Anhänger und Triebwagen gefallen und vom Anhänger überrollt worden. So soll das passiert sein. Daran hast du keine Erinnerung mehr, weil das wahrscheinlich so ein Schock war und solche Schmerzen ausgelöst hat, dass du bewusstlos wurdest. Richtig. Dass ich war dann im künstlichen Koma und war dann erst 5 Tage später wieder wach. Das heißt, seit diesem schweren Unglück kannst du natürlich deinem Beruf nicht mehr nachgehen? Nein. Du bist du jetzt berentet oder wie ist das? Nee, das nicht. Ich bekomme nur Sozialgeld. Und aber das andere Problem ist nach wie vor bestehen geblieben oder es besteht nach wie vor und ist durch den Unfall für dich noch ein größeres Problem geworden. Ja, viel größer. Weil du denkst, jetzt habe ich gar keine Schnitte mehr bei Frauen, wie soll ich das machen und wie soll ich welche kennenlernen und wie reagieren die auf mich als behinderten Mann und so weiter. Ja, das ist das Problem. Lebst du denn sehr zurückgezogen? Schon, ja. Ja. Nach dem Unfall haben sich auch fast alle meine Kontakte aufgelöst. Bis auf meine Familie und 1-2 Freunde, die ich seltenst sehe, ist gar keine Freundschaft mehr da von anderen Leuten. Nun kann ich ja auch nur so wiedergeben, was ich hier in den vielen Jahren gehört habe von Leuten, die mich angerufen haben. Ja, ganz kurz. Ja. Ich habe schon oft deine Sendung gesehen und hatte halt mitgekriegt, dass du so im Thema Beziehung schon viel drauf hast, sage ich mal. Deswegen dachte ich, versuche ich einfach mal. Ich wollte einfach nur mal erzählen, so was mir gerade so im Hinterkopf einfällt, während du gesprochen hast. Ich habe schon mit ich weiß nicht, mit wie vielen behinderten oder auch schwerbehinderten Menschen hier telefoniert, die in glücklichen Beziehungen waren, die auch trotz ihrer Behinderung einen Partner gefunden haben. Ja. Auf bisweilen ungewöhnlichen Wegen. Ganz kurz, ich denke aber, dass diese Leute vor ihrem Unfall schon Erfahrungen hatten mit Beziehungen, in den meisten Fällen. Ja, also das kann ich jetzt nicht so im Einzelnen sagen, wie die einzelnen Biografien verlaufen sind. Ja. Aber du bist erst 30 Jahre alt. Ja. Und das ist alles ein bisschen schief gelaufen vor früher. Das haben wir ja gerade schon so gehört. Ja, genau. So, jetzt hast du nochmal einen ganz schweren Schicksalsschlag versetzt bekommen durch den Unfall, aber wirklich einen ganz schlimmen, das ist klar. Ja, leider. Aber dennoch finde ich, Björn, dass das kein Grund ist zu sagen, dieses Thema ist für mich für alle Zeiten gestorben. Ja, das will ich auch nicht sagen. Du musst natürlich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, irgendwie. Klar. Aber ich meine, du musst natürlich so wie alle, wie auch gesunde Leute, was dafür tun. Du musst dich einbringen, du musst aktiv sein und du musst von vornherein dir immer klar werden, das kann auch immer wieder Misserfolgserlebnisse geben. Ja, genau, davor habe ich auch Angst. Da musst du dich vorher schon so programmieren, dass dich das dann nicht wieder runterhaut, sondern dass du es dann sportlich siehst nach dem Motto, ich habe es versucht. Nur wenn du was versuchst, kann auch was passieren. Wenn du aber zu Hause sitzt und einfach nur traurig bist und es schnallt dir keine Frau in das Zimmer rein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Das stimmt. Also ist die Frage, du musst eine Plattform suchen. Sei es das Internet, sei es, dass du dich in irgendwelchen Vereinen organisierst, engagierst, dass du versuchst, ein Hobby zu finden, wo du auch andere Leute triffst. Also, ja, dass du bräuchte wieder mehr soziale Kontakte. Das ist es. Nur so geht es. Nur das ist der Weg. Das ist aber auch der mühsame und der steinige Weg, Björn. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Tja.
Ich weiß nicht, was dich interessiert. Es gibt ja viele, viele Sachen, die man an Hobbys machen kann, eben auch als natürlich als behinderter Mensch. Ja. Wo man mit vielen Musik bei mir zum Beispiel. Zum Beispiel. Weiß ich nicht, wie welche Möglichkeiten da vielleicht gegeben wären. Aber das musst du dir jetzt überlegen. Und du musst dir überlegen, wo komme ich gut unter Menschen in einem Bereich, der mich auch noch interessiert. Also was dein Hobby sein könnte. Und da musst du dich jetzt Millimeter für Millimeter... Mensch, du hast jetzt so viel ausgehalten. Du hast wahrscheinlich die... Nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit die Hölle hinter dir nach dem Unfall. Und hast es bisher tapfer geschafft. Ja. Dann gehe ich mal davon aus, dass da so ein starker Wille in dir ist, dass du dieses, ich sag mal, dieses soziale Problem auch schaffen wirst. Und wenn du eine Frau triffst irgendwann, würde ich dir auch raten, gleich reinen Wein einzuschenken. Und ihr das zu erzählen, was in deiner Vergangenheit war, dass du noch keinen Kontakt hattest. Ja. Denn sonst bist du zu verkrampft und dann willst du irgendwie den Erfahrenen da spielen und das funktioniert nicht. Wenn du aber gleich... Ja, das stelle ich mir auch so schwierig vor, sozusagen so rüberzukommen. Ja, ich bin noch Jungfrau und so. Finde ich nicht schlimm. Stelle ich mir so schwer vor. Ich sag dir, Björn, wenn du eine gute Frau triffst, ist das sogar sehr, sehr beeindruckend, wenn man den Mut hat, als 30-jähriger Mann das offen zu sagen. Ja. Und es ist eigentlich feiger, einfach drüber hinwegzugehen und zu tun, als hättest du schon 50 Frauen gehabt. Ja, spätestens wenn es so weit kommt, würde das ja auch auffliegen, denke ich mal. Man muss ja Erfahrung sammeln. Definitiv, ja. Also das ist mein Ratschlag. Ich glaube, wir haben uns aber auch verstanden, ne, was ich meine. Doch schon. Ja. Ich werde das schon nochmal drüber nachdenken, genauer. Ich wünsche dir alles Gute und wirklich viel, 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 viel Glück und Erfolg. Und sieh das mal, was du jetzt geschafft hast, dann schaffst du den nächsten Schritt auch noch. Jo, ich versuch's auf jeden Fall, danke. Alles Liebe, alles Gute, Björn. Ja, danke. Ganz kurz noch. Ja. Spricht noch jemand mit einem Team von mir? Ich hätte ein, zwei Fragen noch. Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Dann nimmst du bitte auf und wir rufen dich zurück. Super, danke. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Rainer ist hier und Rainer ist 49 Jahre alt. Guten Morgen, Rainer. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir, Rainer? Ja, meine Frau, die hat Wahnvorstellungen und dadurch hat sie mich in Psychiatrie gebracht. Die Frau hat Wahnvorstellungen? Ja. Und deshalb hat sie dich in die Psychiatrie gebracht? So weit gebracht, dass ich in Psychiatrie musste. Das klingt aber dramatisch. Was hat sie für Wahnvorstellungen? Sie meint, überall Leute würden über sie reden. Mhm. Also, und sie geht ohne mich nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Ich muss in anderen Orten einkaufen fahren, zig Kilometer. Mhm. Also überall meint sie, die Leute reden über sie. Mhm. Hat sie auch den Eindruck oder glaubt sie, dass die Leute sie beobachten? Ja, das auch. Das auch. Mhm. Sie guckt da und aus dem Fenster in der Kabine. Wie lange hat sie denn das schon? Ja, da muss man dazu sagen, sie hat vor 8-9 Jahren ein Hörgerät bekommen, sie hat Tinnitus. Mhm. Und da hat das langsam angefangen, aber immer mehr. Ist sie denn im Laufe der Jahre selbst in psychiatrischer Behandlung gewesen? Nein. Ich habe versucht, jahrelang sie dazu zu bringen, zum Arzt zu gehen deswegen. Aber sie sieht das nicht ein? Und sie sieht das nicht ein, im Gegenteil. Sie empfindet sich auch nicht als seelisch krank? Nein. Mhm. Und was ist jetzt mit dir passiert? Ich habe gekämpft darum, dass sie zum Arzt geht. Mhm. Ich habe alles versucht, weil sie mir leid tut. Mhm. Sonst hätte ich sie auch schon früher verlassen, aber konnte ich nicht, weil ich sie nicht im Stich lassen wollte. Mhm. Hast du sie denn jetzt verlassen? Bitte? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich stehe davor, ist gut. Ich habe keine Kraft. Mhm. Keine Kraft. Jetzt sag mir mal mit der Psychiatrie, dass du in die Psychiatrie gekommen bist. Wann war das? Das war im Januar. Und wie lange warst du dort? 5 Wochen. 5 Wochen, weil du einen kompletten Zusammenbruch... Schwere Depressionen habe ich. Ja. Und psychisch total am Ende. Und dann bist du nach den 5 Wochen wieder zu deiner Frau gekommen? Ja. Und es ging alles wieder von vorne los? Das wird im Gegenteil, Tag für Tag schlimmer. Du wohnst jetzt auch noch mit deiner Frau zusammen im Moment. Habt ihr Kinder? Zwei Erwachsene. Meine Tochter hat schwer darunter gelitten, jahrelang. Und obwohl sie den ganzen Tag nicht da ist, übernachtet beim Freund. Mhm. Und
Was sagen denn die erwachsenen Kinder dazu? Mein Sohn hat Wut auf meine Frau, hat er auch schon gesagt. Und er hat auch versucht. Und die Kinder können deine Frau auch nicht dazu bewegen, im Gegenteil, zum Arzt zu gehen? Nein. Nein, es gibt doch nicht mal einen Hausarzt, mit dem sie darüber spricht. Gar nichts. Gar nichts. Geht zum keinen Arzt. Wie hat sie das denn aufgefasst, dass du in der Psychiatrie warst? Sie stellt das jetzt so hin, als ob ich verrückt wäre. Also ob ich nicht mehr richtig ticken tue. Hast du immer so in deiner Wut, was man ja vielleicht auch verstehen kann, irgendwie gesagt, du hast mich da reingetrieben? Ja. Ja. Und dann, was hat sie dann gesagt? Streitet ihr dann? Streiten ist gut. Ich Sie ist ganzen Tag nur, jahrelang gibt es nur ein Thema bei uns hier. Ihre Krankheit, obwohl sie das nicht so sieht von mir. Und sie hat uns jahrelang tyrannisiert damit. Gab nur ein Thema. Das Thema heißt, andere Leute gucken sie an. Und ja, auch angucken und reden. Und reden über sie. Da habe ich mal gesagt, es gibt doch viel schlimmere Probleme, wenn das überhaupt stimmen würde. Was würdest du dann machen, wenn du ein krankes Kind hast, schlimm krankes, oder ein Kind würde sterben? Ja, ja, hast du keine Antwort gegeben. Sag mal, Rainer, das wie lange... Das war für mich so viel gesagt, wie das ist ihr auch egal. Wie lange bist du mit deiner Frau verheiratet? 28 Jahre. 29 Jahre werden jetzt. Jetzt aber, so hast du es gerade angedeutet, ist für dich das Maß voll, weil du nicht mehr kannst. Ich kann nicht mehr. Ich habe nur noch Selbstmordgedanken. Also ich habe mich im Griff, so ist ich noch in Behandlung. Aber ich habe keine. Ich war früher ein lebenslustiger Mensch. Sport getrieben, Geselligkeit, gelacht. Ich kann schon jahrelang nicht mehr lachen. Ich liege nur noch auf der Couch und... Ja, bist du noch berufstätig? Ich bin arbeitslos geworden durch Insolvenz, aber damit hat es nichts zu tun. Damit hat es nichts zu tun. War ja auch so, wo ich noch arbeiten ging, nicht von der Arbeit gekommen, da hat es sofort angefangen. Also... Ist denn jetzt schon konkret was angedacht, wann du weggehst, wohin du gehst? Ja, ich sag ja, ich kann mir nicht selber helfen, auch finanziell. Sie arbeitet auch nicht. Wenn ich jetzt einfach weggehe, was macht sie dann? Wohnung, meine Tochter, die wird wahrscheinlich dann mit mir gehen oder bei ihr Freund. Ja. Aber ich habe keine Kraft. Ja. So, jetzt was du mir erzählst und wie du es mir vor allen Dingen erzählst, möchte ich dich wirklich mit meiner ganzen Überzeugung wirklich unterstützen, in dieser eigentlich schon getroffenen Entscheidung zu gehen, Rainer. Alle Probleme, die jetzt da noch auftauchen, wie geht das mit Wohnungen, mit finanziellen Fragen, das kann man alles lösen. Wenn du das nicht machst, du hast es ja jetzt selbst schon klar gesagt, habe ich Sorge um dein Leben. Ich muss jetzt noch in Reha, die ist aber erst Ende Juli. So lange muss ich warten. Und ich habe zum Arzt gesagt, was mache ich so lang? Ich kann ja nicht nur Tabletten holen. Nee, also, du müsstest... Intensiver. Das kann man mal, für eine Weile kann man das auch machen, wenn das ordentlich ärztlich begleitet wird. Aber was nützt mich das dann... Nein, du hast recht. Das Umfeld Katastrophe ist. Du hast völlig recht. Im Prinzip muss alles daran gesetzt werden, dass du so schnell wie möglich eine eigene Wohnung bekommst. Und du sagst, die Tochter käme eventuell mit dir. Wie alt ist die Tochter? Die ist jetzt in der Ausbildung 18. Das heißt, die könnte dich auch unterstützen, so ein bisschen organisatorisch. Finanziell nicht. Bitte? Finanziell nicht. Nee, das nicht, aber so organisatorische Sachen, die kann mal da anrufen und hier was machen und so. Ja, das schon. Das kann sie. Und sie ist auch so, ihr habt ein gutes Verhältnis miteinander. Ja, sie hat auch Angst um mich. Ja. Sie hat ja gesagt, wo es so weit war, geh in Krankenhaus, du kannst nicht mehr. Und genauso, geh, lass dich scheiden, Ja. Du leidest so viel darunter. Also Rainer, die,
die Fakten sind absolut klar. Die Fakten deuten darauf hin, oder sind absolut nicht, deuten nicht, die sind absolut klar. Sie ist meine Frau, die kam nicht ins Krankenhaus. Einmal kam sie und hat mir nur Vorwürfe gemacht. Lass uns nicht über die Frau mehr reden. Das Thema ist eigentlich völlig klar. Mal hat sie angerufen und hat gesagt, wer geht denn jetzt einkaufen? Ich habe das musste ich aus dem Krankenhaus einen Tag raus, um einkaufen zu gehen. So, Rainer, ich habe das jetzt verstanden mit deiner Frau. Das ist die Hölle. Ja, ist die Hölle. Das ist die Hölle. Also, so, und jetzt gilt es nach vorne zu gucken. Ja. Und nach vorne gucken heißt Scheidung, raus aus der ehelichen Gemeinschaft, eigene Wohnung. Kannst du dir vorstellen, ganzen Tag, von morgens bis abends nur ein Thema? Ja, nur aber das ist ja jetzt klar, Rainer. Dreht sie Musik ganz laut und macht ihr Hörgerät aus und ist am Toben mit Nachbarn. Okay. Also durch die Wände. Rainer. Lass uns nicht noch weiter über die Frau reden. Dir ist das sonnenklar und mir ist es jetzt auch klar, dass das kein Zustand ist, in dem du da lebst. Ja. Guck nach vorne. Versuche mit allen Mitteln, und wir versuchen dir auch jetzt noch eine Hilfe zu... Peter sagt zu mir, du musst da raus. Ja, aber dann musst du es auch tun. Und wenn du es alleine nicht schaffst... Ich habe keine Kraft. Ja. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Das verstehe ich. Wenn man so angeschlagen ist, dass man dann... Also der Wille ist schon bei dir da. Mit der Wille, ich merke, dass ich nicht mehr kann. Gut, der Wille ist da. Ja. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Wort. Jetzt werden wir im Hintergrund, wir werden dich jetzt gleich in Ruhe anrufen im Hintergrund. Mhm. Und meine Psychologin, die Simone, wird mit dir beraten, wo du auch jemanden, über wen du Hilfe bekommen kannst, der dir einfach bei diesen ganzen organisatorischen Sachen hilft. Mhm. Wenn die Tochter das vielleicht nicht alleine schaffen kann. Wie ist denn das mit dem Sohn eigentlich? Wie alt ist der Sohn? Der ist 26. Und der weiß das alle, also nur halt, der ist sehr egoistisch, der denkt nur an sich. Okay, der kümmert sich also nicht. Also brauchst du eine tatkräftige Person von außen, die dich unterstützt, die das alles im Blick hat, wie man das am allerbesten organisiert. Mhm. Da versuchen wir dir jetzt mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich möchte nochmal das bekräftigen, dass ich das sehr, sehr richtig finde, dass du selbst auch sagst, ich muss da raus. Und du brauchst auch kein schlechtes Gewissen deiner Frau gegenüber zu haben. Aber das ist ja das Problem. Ich habe trotzdem noch schlechtes Gewissen. Vielleicht wäre es begleitend auch noch gut dazu, wenn du auch noch eine psychologische Betreuung bekämst, um einfach dich seelisch auch abzufedern. Mhm. Aber du musst da raus, du musst da raus. Ich glaube, du hast alles getan, was man tun kann. Mehr kann ein Mensch nicht machen. Jetzt legst du bitte auf, meine Psychologin, die Simone, ruft dich an und dann könnt ihr in Ruhe alles besprechen, alles Weitere. Jo. Von Herzen viel Kraft und von Herzen alles Gute. Jo, Rainer. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiederhören, Rainer. Julia ist hier als nächstes und Julia ist 17. Guten Morgen, Julia. Hallo. Hallo, Julia. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich einen Freund habe, mit ihm schon über ein Jahr zusammen bin. Ja. Und ich auch eigentlich ziemlich glücklich bin. Aber da ist ein anderer Kerl und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und der ist auch ziemlich cool. Ja, der ist mindestens genauso cool. Wie lange ist denn der andere da schon? Also ich kenne ihn schon seit ganz lange, seit der 5. Klasse. Ach so. Aber so richtig so, dass ich sowas denke, dass was sein könnte da zwischen uns, ist erst seit Mitte letzten Jahres. Aber immerhin, ne? Das ist schon eine ganze Weile. Ja, das ist schon eine ganze Weile. Das heißt, ein Großteil eurer Beziehung liefen parallel diese Gedanken. Ja, das Problem ist, dass ich halt nicht so genau weiß, was das für Gedanken sind. Also ich kann nicht das genau einschätzen, was ich für Gefühle habe. Lass uns erst nochmal über deine Beziehung reden. Mhm. Liebe. Ja. Große Liebe? Ja. Wirklich. Ich kann nichts anderes sagen, als dass ich ihn über alles liebe. Ist ein guter Typ? Ja, er ist wirklich perfekt. Der tut alles für mich. Und ihr versteht euch sexuell auch gut? Ja. Ja. Du freust dich, wenn du ihn siehst? Ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Mein Herz geht auf und alles ist... Ihr seid zärtlich miteinander? Ja. Also alles eigentlich super. Ja. Wenn da bloß nicht dieser andere wäre. Genau. Und das ist mein Problem, dass ich mich da auch selber nicht verstehe. Wann, wie und so oft siehst du den anderen? In der Schule. Ach, in der Schule. Mhm. Täglich? Mhm. Redet ihr viel miteinander? Ja, wir haben viele Fächer miteinander. Ja. Ist er solo? Ja, momentan. Ja. Was empfindest du denn, wenn du ihn siehst oder wenn du mit ihm sprichst? Es ist ein bisschen so wie... Herzklopfen? Ja,
Ich kann es aber nicht deuten, weil eben ich meinen Freund liebe. Ich kann nichts anderes sagen. Könnte es sein, dass das für diesen anderen Typ einfach nur eine Schwärmerei ist? Ja, das könnte theoretisch schon sein, aber ich kann es halt nicht einschätzen. Ich will meinen Freund jetzt auch nicht irgendwie belügen. Oft denkst du an diesen anderen Mann? Oft. Denkst du an den auch, wenn du mit deinem Freund zusammen bist? Ja. Vergleichst du den mit deinem Freund? Das ist gerade das Problem. Die sind gleich. Also sie sind wirklich gleich. Also da gibt es keinen Vor- und Nachteil? Nee. Nee. Die sehen nämlich gleich aus auch noch. Nee. Das sind keine Zwillingsbrüder. Nee, das nicht. Also sie sehen nicht gleich aus. Wenn du mit deinem Freund schläfst, denkst du an den anderen Mann? Nein. Nein. Das wäre unfair. Also meiner Meinung nach wäre das wirklich unfair. Ja, in der Liebe gibt es so viele unfaire Dinge. Aber ich frage es ja nur. Es hätte ja sein können, dass es so ist. Mhm. Nee. Wenn du an den denkst, ja, während du mit deinem Freund zusammen bist, ja, wie denkst du denn und was denkst du an den? Ich denke, also ich vergleiche schon. Also ich bin mit meinem Freund zusammen und ich sitze mit dem meinetwegen auf dem Bett und unterhalte mich mit dem. Und dann denke ich, ja, wie wäre es, wenn der andere jetzt da wäre? Wie wäre es, wenn ich jetzt statt meinem Freund mit dem zusammen wäre? Mhm. Aber das sind nur so Gedanken, eigentlich so Gedankenspiele. Es ist keine Sehnsucht. Es ist keine Sehnsucht. Schon mal gut zu hören. Was war eigentlich, du kennst ja schon so lange, was war eigentlich der Auslöser voriges Jahr, dass du plötzlich gedacht hast, Mensch, der ist ja vielleicht doch interessant so als Partner? Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich war plötzlich da. Es war einfach plötzlich da. Mhm. Wir sind ja jetzt, ich bin in der ersten Klasse und wir sind jetzt erst seit neuestem halt in Kurse aufgeteilt. Mhm. Und vorher war er halt in der Parallelklasse und ich hatte halt nicht so viel mit ihm zu tun. Mhm. Und jetzt, ja. Geht denn von ihm ein besonderes Interesse zu deiner Person aus? Ich kann das nicht einschätzen. Also wir verstehen uns ziemlich gut, aber ich kann nicht einschätzen, ob da ein besonderes Interesse ist. Ja. Also wir machen viel Quatsch miteinander, aber... Ja, was man so macht, das kann ja nichts bedeuten. Das muss ja nichts bedeuten. Das muss nichts bedeuten. Nee, ja. Also, ich finde, Julia, das klingt noch nicht so dramatisch. Für mich klingt das so wirklich eher, also ich kenne es ja auch von mir, dass man auch, wenn man in einer Beziehung ist, schon auch für andere Leute mal schwärmt und die toll findet und vielleicht auch mal öfter über die nachdenkt. Aber du hast so viele gute Sachen über deinen Freund gesagt. Ja, es gibt auch, das ist eben das Problem, dass ich halt auch nicht weiß, warum ich die Gedanken an den anderen habe, weil ich einfach wirklich alle meine Freunde sagen, du hast die perfekte Beziehung, du hast den perfekten Kerl. Gibt es irgendetwas, was du an deinem Freund, also wenn du ganz streng, wenn du ihn wirklich unter die Lupe nimmst, was du an ihm aussetzen würdest? Ja, er ist sehr, er lässt sich so beherrschen, sag ich mal. Er ist zu lieb. Er ist zu lieb fast. Also ich muss ihm was sagen und er macht das direkt. Das ist schlecht. Das ist schon mal sehr schlecht. Und er denkt zum Beispiel auch, ich würde ihm manche Sachen verbieten, obwohl das einfach nicht stimmt. Also ich würde nie sagen, nein, das darfst du nicht machen, aber er fragt erst gar nicht. Also er hat schon Angst, mich um irgendwelche Sachen zu bitten. Ich glaube, das ist das Problem. Julia, das ist das Problem. Wenn ein Partner sich so verhält, verliert man über kurz oder lang den Respekt vor dem Partner. Das ist sehr schlimm. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ihn schon fast, glaube ich, verloren habe. Weil wenn wir zusammen irgendwo übernachten, ja, hol mir mal das und das, hol mir mal das und das. Und er macht das. Das ist schlimm. Das ist interessant, dass wir das jetzt rausgekriegt haben, dass ich das erfahren habe von dir. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein ganz großer Negativpunkt in deiner Beziehung. Ganz groß. Ja, er ist zu devot. Er erniedrigt sich zu sehr vor dir. Ja. Wenn er mehr Selbstbewusstsein hätte und dass du auch wirklich, wie gesagt, mehr Respekt vor ihm hättest, wäre mehr Spannung zwischen euch beiden. Ja, wir streiten. Also das Problem ist auch, wir haben halt viele Vergleichsbeziehungen. Also wir können uns mit vielen Leuten vergleichen. Im Gegensatz zu den anderen läuft unsere Beziehung wirklich perfekt, aber nur, weil er immer auf mich hört. Also nur wir deshalb. Streiten uns nicht. Mhm. Du hast gerade so ganz schnell im Nebensatz gesagt, eigentlich habe ich den Respekt schon fast ganz verloren vor ihm. Ja. Das ist, ich sag dir, das ist das Todesurteil für eine Beziehung, wenn du das so sagst und wirklich so empfindest. Ja, das heißt, ich habe den Respekt verloren. Nur wenn man was sagt und es wird direkt gemacht, das ist praktisch wie mit dem Hund. Also man sagt, man befiehlt dem Hund was und er tut das. Also man... Ich sage dir, Julia, dass du über kurz oder lang aus dieser Beziehung bestimmt rausgehen wirst. Wegen dieser Geschichte. Weil du gerne einen Typ haben möchtest, mit dem du dich auch reiben kannst und den du auf Augenhöhe sehen möchtest. Eben, ich sag ihm das auch so ehrlich, weil ich weiß, dass ich ihn damit wirklich treffe, wenn ich ihm das sage. Und zwar sage ich ihm das wirklich oft. Aber es verändert sich nichts.
Nee, er kann das nicht. Nee, da ist es ein Typ. Das ist eine Typfrage ist das. Dann ist der so, dann wird er sein Leben lang auch so bleiben. Ja, Mama hat ihn so gemacht. Also, ja, vielleicht. Und der andere ist eher so ein eher dominanterer Typ? Nee, eigentlich, das ist nämlich die interessante Sache. Also er ist auch, sie sind sich vom Charakter ziemlich gleich. Also er tut auch, also so wie ich ihn kennengelernt habe, tut er auch viel, was man ihm sagt. Also er ist irgendwie gleich. Habe ich ja eben schon mal gesagt. Sie sind irgendwie... Ja, aber vielleicht kennst du ihn noch nicht so genau. Eben, ich kenne ihn halt... Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich Tag und Nacht mit ihm verbringe. Also ja, ich glaube, dass du erstmal darüber nachdenken musst, über diese Beziehung, die du jetzt hast, willst du die so weiter fortführen? Mhm. Du hast es bequem darin, aber letztendlich langweilst du dich da drin auch. Ja. Das ist so. Und ja. Man hat immer, wenn man immer nur die Schuhe nachgetragen kriegt, hat man irgendwann Bock mal auf einen Menschen, wo alles mal anders ist. Ja, ich hab dieses Gefühl halt, dass ich auch mal, ich liebe den über alles, aber ich will auch was anderes. Also ich will mal was anderes. Ich hätte praktisch gerne einen Freischein fürs Fremdgehen. Ein was? Ein Freischein fürs Fremdgehen. Ja, das wird ja, so wie du ihn mir beschreibst, wird er dir das auch noch zubilligen. Ja, eben. Das ist das Problem. Und das ist ja letztendlich ganz schlimm. Das Problem ist, dass ich ihm auch erzähle von dem anderen. Ich sag ja, ich bin ja ganz offen und ehrlich mit ihm da. Also ich sag auch, dass ich an ihn denken muss. Und er sagt dann, okay. Und er fängt ganz an zu weinen, aber er sagt, okay. Man könnte ihn auch Waschlappen nennen. Entschuldige, wenn ich das so sage. Ja. Einen netten wahrscheinlich, aber... Julia, das musst du für dich klären, wie lange du mit einem Menschen zusammen sein willst, der solche Charakterzüge trägt. Ich könnte das nicht auf Dauer, sage ich dir. Ich könnte es nicht. Nee, es ist nur schwer, diese Beziehung zu beenden als erstes. Ja, klar, das ist natürlich schwer. Ja, ist mir völlig klar. Ich glaube, erst dann stellen sich die anderen Fragen. Und ich glaube auch nur, weil du diese Unzufriedenheit hast, guckst du dich um. Wenn die wirklich perfekt wäre, die Beziehung, würdest du dich nicht umgucken. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch schon so zurechtgelegt. Also das habe ich auch mir schon öfters überlegt. Jetzt musst du in dich gehen, das kannst nur du für dich entscheiden. Willst du das? Wie lange willst du das noch? Und hast du wirklich gemerkt, dass dieser Mensch nicht zu verändern ist? Offensichtlich ist das so, ne? Er hat sich in vielen Dingen, also ich muss schon sagen, er hat sich sehr verändert in der langen Zeit, also schon relativ langen Zeit für mein Alter. Ich glaube, dich würde sehr beeindrucken, wenn der dir mal was verbieten würde. Wenn er sagen würde, habe ich keinen Bock drauf, du bleibst jetzt hier. Ja, eben, das tut er nie. Ja. Ich würde mir wirklich wünschen, dass er mich mal anschreit. Ich will mich einfach mal richtig mit dem zocken, dass er geht und einfach abhaut. Tja. Aber wie gesagt, man kann Menschen unter Umständen, die so programmiert sind, wie er programmiert zu sein scheint, kann man nicht verändern. Das ist eine Charaktergeschichte. Ja, darf ich noch kurz was sagen? Ja. Er hat sich wirklich verändert. Also in diesem Jahr, er ist ein anderer Mensch geworden schon. Er ist wirklich ein anderer Mensch geworden. Er war vorher noch schlimmer. Und jetzt ist es schon besser geworden. Aber er kann es halt nicht so ganz ablegen. Also wenn es noch ein bisschen besser werden würde... Gut, dann arbeite dran. Dann lege ihm das noch mehr klar auf den Tisch. Vielleicht sogar so mit der Perspektive, dass wenn sich das nicht ändert, dass du nicht in der Beziehung bleiben kannst. Vielleicht rüttelt ihn das auf. Er ist wahrscheinlich in deinem Alter, oder? Ja. Ja, gut, dann sicher kann man sich da schon noch ändern, klar. Ja. Das ist schon richtig, auf jeden Fall. Versuch es doch erstmal, da ist ja schon Liebe und da ist ja auch Zuneigung. Wir wollen es ja nicht zu negativ jetzt sehen. Nee. Vielleicht bringt es ja was. Mach doch alles, was du machen kannst. Dass du hinterher, wenn es wirklich nicht klappt, du für dich zumindest sagst, ich hab's versucht. Ja. Ja. Julia, in diesem Sinne. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Wir sind live hier, trotz Maifeier und ich freue mich über eure Anrufe. Morgen sind wir nicht da, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, aber dann natürlich wieder übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich begrüße jetzt ganz herzlich die Moni und Moni ist 53 Jahre alt. Hallo Moni. Ja, hallo Domian. Hallo Moni, was ist dein Thema? Ja, also... Ich musste anfangen, ich habe 2002 meine große Liebe kennengelernt. Oh. Wenn es sowas noch gibt. Also gesehen, verliebt, also... Wie Liebe auf den ersten Blick sogar? Ja, ja. Ach. So war's. Und wie gesagt, er war damals im Gefängnis. Ich habe ihn über eine Zeitungsanzeige kennengelernt.
Also nicht der erste Blick dann, oder? Ja, doch, wie ich ihn am Bahnhof abgeholt habe, gesehen habe, das war direkt Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Wie hat er annonciert in einer Zeitung, dass er Kontakt haben möchte? Ja, und da habe ich ihm dann geschrieben und wie das so ist, keine Vorurteile und so weiter. Ja. Und er hat auch direkt spontan geschrieben. Ja. Nach dem dritten Brief hat er sogar geschrieben, dass er mich besuchen kommen will, was er dann auch getan hat. Weswegen saß er denn damals im Knast? Wegen Diebstahl, Einbruch und so Kleinigkeiten. Zum ersten Mal im Knast gewesen? Nee, schon was öfter. Schon was öfter. Ja. Wie alt ist er? Ist genauso alt wie ich. Ja. Mhm. Ja. Und wie gesagt, da war auch Beziehung, dann wie er nachher rauskam. Mhm. Das ging dann bis so Mai 2003. Da war er weg. Ja. Und dann kam er dann im August wieder. Ja. Und war auch wieder die große Liebe und alles und hin und her, auch sexmäßig war alles okay. Ja. Und dann ist er geblieben bis Februar 2004 und da war er wieder weg. Wo war er denn dann immer? Ja, ich weiß es nicht. Irgendwo. Er hat nie darüber geredet. Ja. Na, er hat nur immer gesagt, er liebt mich und wenn er angerufen hat, liebst du mich noch? Ja. Hat er krumme Sachen gedreht in der Zeit? Ja, auch einige Dinge, ne, Kleinigkeiten, wo ich auch jetzt mittlerweile von weiß. Wie ist der Stand der Dinge denn heute? Er sitzt jetzt wieder, er hat die Bewährungsauflage nicht erfüllt, weil das war auch finanziell war das auch ein Problem. Mhm. Er wohnt jetzt seit 2004, Oktober, bei mir, also ganz fest. Mhm. Bis jetzt 2006 im August. Ja. Weil da hat das alles angefangen. Seit 2005 im Februar haben wir praktisch keinen Sex mehr. Ja. Na, und da habe ich dann, weil ich sagte mir so, ich brauche Sex, also beziehungsweise jetzt nicht ständig jeden Tag oder so, aber so einmal die Woche oder zweimal die Woche mal so. Na, warte mal so, also so ein Nümmerchen muss ich haben, ja. Und wie gesagt, was ist jetzt konkret heute der Grund deines Anrufes, Moni? Ja, ich habe jetzt irgendwie die Angst, wenn er jetzt im Juni kommt, er jetzt wieder nach Hause. Mhm. Wir haben einen regen Briefkontakt und er schreibt mir auch immer, ich liebe dich, wenn ich rauskomme, kann uns nichts und niemand mehr trennen. Mhm. Und wir bauen uns dann ein Leben auf und mit unseren Tieren. Und so weiter und so weiter. Ja, und alles. Und so. Du hast Angst, wieder enttäuscht zu werden? Nein, nicht enttäuscht. Vor dem Sex mit ihm dann wieder, wenn er jetzt rauskommt und will wieder von mir Sex. Weil ich ja seit Februar 2005 praktisch mit ihm zusammenlebe, wie mit Bruder und Schwester. Wie kam denn das, dass er keinen Sex mehr wollte? Ja, ich habe mit vielen Freunden darüber gesprochen und die haben gemeint, das wäre vielleicht gewesen, dass er immer die Angst hatte, die Bewährung nicht einzuhalten, wieder in den Knast zu kommen. Deshalb hat er keinen Bock auf Sex? Und auch die finanzielle Situation, Arbeitslosigkeit dass er von mir abhängig ist. Was hast du denn jetzt für eine Angst, dass es wieder keinen Sex gibt mit ihm oder hast du Angst vor dem Sex mit ihm? Ja, das irgendwie vor dem Sex, aber Angst kann man das nicht nennen. Dass das jetzt wieder so ist, wie er damals wiedergekommen ist, dass es nur wieder so 3-4 Monate und dass dann wieder irgendwie das Gleiche irgendwie. Also, dass die ganze Sache wieder einschläft. Und dass ich habe jetzt momentan eine Internetbeziehung, aber wir haben uns schon kennengelernt und mit dem habe ich auch einen ausgiebigen Sex. Ne? Ach so, da hast du, da läuft schon mit einem anderen Typ was. Ja. Weiß der Mann, der im Knast ist, was davon? Ich hatte ihm das mal angedeutet, da bin ich mal 4 Stunden weg gewesen und wollte nur 2 Stunden wegbleiben. Wurde ein bisschen netter und... Nee, nicht mit dem Typen. Ach so. Ich war wirklich 2 Stunden, ich habe ihm gesagt, auch in 2 Stunden, so 1,5 bis 2 Stunden bin ich wieder da. Mhm. Und jetzt hatte ich aber eine alte Freundin getroffen, die ich auch schon Jahre nicht mehr gesehen habe.
und die hat auch viel mit dem Tierschutz zu tun. Mhm. Und da haben wir dann gelabert und gelabert. Ja. Und das sind dann 4 Stunden raus. Okay, aber auf jeden Fall hat er das rausgekriegt. Er weiß, dass da was läuft mit dem anderen Mann. Und dann hatte ich ihm das dann so angedeutet. Verstehe. Ich habe gedacht, ja, habe gesagt, wenn du keinen Sex mit ja. mir hast und so, dann muss ich also, mir ja Moni, gedrungen was anderes machen. Ich finde an erster Stelle mal, das läuft jetzt, diese ganze Geschichte mit dem Mann hin und her und rauf und runter seit 2002, ist ja eine lange Zeit. Hm. Ich wäre an deiner Stelle erstmal stinkesauer, dass der wieder krumme Sachen gedreht hat. Und ich wäre ja, auch stinkesauer. Er hat ja in der Hinsicht jetzt praktisch, kann man sagen, von 2004, Oktober 2004, bis zu dem 2006 im August keine krummen Dinger mehr getan. Ist ja egal. Aber das auf jeden weiß Fall. Ich 100%. Ja, gut, aber da sind ja Sachen vorgefallen. Du ist ja wieder im Knast und der ist immer wieder weg und du weißt nicht, warum er weg ist und wo er ist. Da war er bis 2004, war er immer wieder mal zwischendurch ein paar Monate weg. Jetzt ist die Frage: beruflich macht er gar nichts. Nee, im Moment nicht. Mhm. Jetzt ist, finde ich, die Frage, die du für dich klären musst. Will ich mit diesem Mann eine ganz normale, klassische Beziehung weiter haben oder geht das nicht? Ist es irgendwie schon... Ja doch, ich liebe den unwahrscheinlich. Ich sag ja, das ist... So, da musst du aber... Ja, okay. Sagen, ja, aber dann, auf den ersten Blick, gut. Ich habe den gesehen... Nun sind ja viele Jahre vergangen. Ja. Da musst du ja dir aber auch erklären, finde ich, erstmal, warum der keinen Bock auf Sex mit dir hat. Mhm. Das muss er dir erklären. Mhm. Das wird dem vielleicht schwerfallen, aber da musst du darauf bestehen. So, und dann, Moment, und dann würde ich aber an deiner Stelle auch, um diesen ganzen Hickhack nicht nochmal mitzumachen, dann soll der jetzt eine klare Linie fahren. Mhm. Wenn du dich für den entscheidest, dann nur unter der Bedingung, pass mal auf, Junge, wir wohnen hier zusammen, du drehst keine krummen Sachen mehr und du bist auch nicht einfach nur weg. Und du kümmerst dich um eine Arbeit, wenn das nicht klappt, aber auf jeden Fall sollst du dich darum kümmern. So. Das finde ich, dass du so eine grobe Linie vorgeben musst, als Bedingung auch. Ja, ich sag mal, mit der Arbeit, das ist ja auch noch nicht immer so in dem Sinne, weil es ist ja mit 53 kriegt man ja schon. Nee, ist klar, das ist mir schon klar, ja. In der heutigen Zeit. Mhm. Also da, das will ich mal ganz ausschließen. Okay, okay, okay. Aber ich liebe ihn unwahrscheinlich. Ja. Und auch die von Oktober 2004, wo wir sozusagen zusammen waren, ja, und auch bis Februar 2005 hatten wir ja auch ein ausgiebiges, gutes Sexleben. Gut, aber danach ist es eben nicht mehr so gut gewesen. Ja, und so. Und das musst du dem, da musst du jetzt, da musst du klare Geschütze auffahren. Mhm. Der soll dir erklären, was los ist, der soll dir auch sagen, was er empfindet für dich. Mhm. Und erst auf der Basis kannst du dann auch weiter dich entscheiden, wie du dein Leben führst. Ja, ich hatte ihm jetzt schon mal so geschrieben, ne, ja, gut, dass aber ich kein Vertrauen mehr in so Hinsicht hat und dass ich so mich alleine fühle. Mhm. Und da hat er mich dann drauf geschrieben, dass ich mich gar nicht alleine fühlen brauchte. Ja. Ich hätte ja ihn. Gut, klingt und alles, klingt wenn alles. Wenn er wiederkommt, will er ja mit mir ein ganz neues Leben aufbauen. So, und das ist ein Wort. Und da musst du aber vorher die ganzen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, die musst du klären. Mhm. Und nur so kannst du es machen. Ja, ja. Liebe, und es ist ja so, er schreibt ja auch, wenn er wiederkommt, dann fängt das alles ganz anders an. So. Er meldet sich direkt dann okay. bei mir so muss an. Okay, so muss es dann auch sein. Mhm. Wenn es nicht klappt, Moni, rufst du mich nochmal an. Einverstanden? Ja, ja, aber wie verhalte ich mich jetzt, wenn er kommt, wenn er dann irgendwie von mir Sex will? Er schreibt ja auch, wieso, ich habe ja auch getrennt von ihm die ganze Zeit geschlafen, sozusagen, seit Februar 2005. Ne? Also ich merke schon, das wird jetzt ein bisschen noch komplizierter. Und wie gesagt, das ist das ja dann gerade, er schreibt ja auch, dass wir dann zusammen schlafen. Also unser auch, Bett und alles, ne? Führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Und das schaffen wir nicht im Rahmen unseres Zeitfensters. Mhm. Ich schlage vor, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen und die Einzelfragen nochmal im Hintergrund klären. Einverstanden? Weil das ist mein ganzes Problem. Ja, okay, dann versuchen wir es auch zu lösen. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, gut. Bis gleich, Moni. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Sabrina. Sabrina ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen. Sabrina, was ist bei dir los? Deswegen bist du an. Ich habe genau das gleiche Problem wie das eine Mädchen, das 17 war. Ja, die Julia. Genau. Und zwar ist es bei mir nicht so, dass ich mich in einem anderen Jungen verschossen habe. Mhm. Sondern ich habe nämlich, in ein anderes Mädchen.
Nein. Gottes Willen. Sondern? Und zwar habe ich das Gefühl, dass mein Freund sich in irgendein Mädchen verknallt hat, auch für Arbeit. Was deutet darauf hin? Wieso hast du das Gefühl? Ich habe mehrere Zettel, die geschrieben haben. Das ging auch über mich, ob er in unserer Beziehung glücklich ist. Und Zettel? Die haben Zettel geschrieben? Ja, Zettel auf der Arbeit. Und er hat auch seine Arbeit vernachlässigt. Das hat er auch selber zu mir gesagt. Die haben sich gegenseitig so kleine, wie in der Schule, so Zettelchen geschrieben? Ja, wie so kleine Kinder in der Schule. Und diesen Zettel hast du irgendwo bei ihm gefunden? Ja, er hatte mir die selber gezeigt gehabt. Ach so. Und dann hat er mir die halt noch verschwiegen. Warum hat er dir die gezeigt? Ja, weil er meinte, er müsste mir nichts verschweigen, dass ich alles wissen dürfte. Ja, und du deutest das, was die da schreiben, so als Flirterei zwischen den beiden? Ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Flirterei. Er sagte, er will das so weit mitmachen, um zu gucken, wer das auf der Arbeit ist, die da angeblich was von ihm will. Ach so, das ist alles geheim. Ja, ja. Ach so, er weiß gar nicht, wer das ist? Nee, weiß er nicht. Wie, wo kommen diese Zettel dann? Wie gelangen die zu ihm? Nein, mit den Zetteln ist das nicht geheim. Er weiß nur halt nicht, wer auf der Arbeit von ihm was will. Das will er damit ja herauskriegen. Deswegen schreibt er ja diese Zettel. Verstehe ich nicht. Da ist irgendein Mädchen auf der Arbeit, die eventuell... Ich hab's nicht verstanden, wie du das meinst. Meine Mama, die kann in eine Zukunft gucken. Das macht die jetzt schon beruflich ja. Jahrelang. Ja. Ja, okay, bevor wir über die Mama, die in die Zukunft guckt, reden, erklär mir den Fakt. Dein Freund arbeitet mit jemandem zusammen, mit einem Mädel. Und ja, du hast den Eindruck... Bitte? Das sind viele Mädchen. Okay, und du hast den Eindruck, dass da zwischen einer und ihm ein Interesse besteht. Genau. Und er weiß, und du weißt nicht, um welches Mädchen es handelt. Weil seitdem die diese Zettel schreiben, kann ich mir schon denken, welches Mädchen das ist, weil da tauchen zum Beispiel Sachen auf, wie zum Beispiel, bist du mit deiner Freundin glücklich? Okay, aber er sagt, er weiß auch nicht, wer das ist? Also er denkt jetzt auch mittlerweile, dass sie das ist. Aber ich verstehe es mit diesen Zetteln immer noch nicht. Wo steckt man denn diese Zettel hin? In der Hosentasche. Und wohin steckt er die Antwortzettel? Die Antwortzettel von ihm hat sie und ihre Antwortzettel hat er. Also entweder bin ich blöd, ich verstehe es nicht. Nein. Ich verstehe es nicht. Nein. Wie in die Hosentasche? Wer steckt das denn in die Hosentasche? Ja, diejenige, also er kriegt ein paar Zettel von ihr, die steckt da sich bei sich in der Hosentasche. Aber wer überreicht ihm denn die Zettel? Ja, das Mädchen. Also kennt er das Mädchen? Ja, die arbeitet ja bei ihm auf der Arbeit. Ja klar, also kennt er sie. Ja, aber gerade hast du gesagt, er weiß gar nicht, wer das ist. Am Anfang wusste er nicht, wer das sein sollte. Na okay, also das haben wir jetzt raus. Er weiß jetzt, um wen es sich da handelt. Genau. Was arbeitet er eigentlich? Er ist in einem Callcenter. Ach so, und da steckt man sich dann Zettel in die Hosentasche. Sehr lustig. Ja, und nu? Die Grundfrage ist ja, inwiefern ist er da irgendwie interessiert oder ist es für ihn ein Spaß, ein Spiel? Ja, er denkt wohl, es wäre ein Spiel, also das will er mir weismachen, so habe ich das Gefühl. Weil er hat mir versprochen, er schreibt nicht mehr mit ihr und dann tauchten auf einmal doch noch Zettel auf und das kam mir alles komisch vor. Dann auf einmal tauchte ein Zettel auf mit ihrer Nummer drauf und wo dann drauf stand, ob er ihr beim Eiersuchen helfen würde. Und welche Eier sie dann suchen sollte. Wie? Ostern oder was? Ja, anscheinend. So sollte es aber nicht rüberkommen, es sollte halt in einer anderen Form rüberkommen. Klingt aber zu dem Zeitpunkt, wo Ostern war. So, dann frag doch mal du hast deinen Freund klar gefragt, was los ist? Ja, klar. Der hat gesagt, es ist nichts. Genau, das hat er mir gesagt. So, und er wollte mir halt dann noch weismachen, das wäre der Zettel vom Arbeitskollegen gewesen, weil die sich alle über das Mädchen schon lustig machen auf der Arbeit. Ja. Und er wollte mir dann zeigen, so was sein Kollege auch noch für Zettel von okay, ihm. Also das scheint ja eine komische Firma zu sein, wo man sich ständig Zettel schreibt. Ja, klar. Ich würde das Ganze mal auch mal ein bisschen runterfahren. Das ist ja ein bisschen wie Kindergarten. Ja, aber das ist nicht das Einzige. Da ist ja noch mehr. Was ist denn noch mehr? Und zwar am Anfang der Beziehung hat er eine Zeit lang in Holland gearbeitet, musste auch wochenlang auf Montage gehen. Mhm. Und ich war dann halt total alleine. Und wo wir zusammengekommen sind, hatte er noch ein Mädchen, mit der er noch zusammen war. Mhm. Und ich kam mir dann halt ein bisschen verarscht vor, weil das war so ein Freundeskreis, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Er war dann noch mit ihr zusammen und gleichzeitig mit mir. Mhm. Wollte mit mir eine feste Beziehung haben, wie sich hinterher erst herausgestellt hat. Und ich wusste überhaupt nicht, ob wir jetzt zusammen sind oder nicht. Okay, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt seit Freitag ein halbes Jahr zusammen.
Okay, aber dann hat sich die Sache ja geregelt. Seit letzter Woche. Ja, aber in dem Zeitpunkt bin ich ihm also, das war ganz am Anfang, wo wir gerade mal zusammen waren, bin ich fremdgegangen. Ja, aber über was reden wir, Sabrina? Wir reden ja über eine Sache, die ist ein halbes Jahr vorbei. Ihr seid jetzt beide zusammen. Aber damit du das ein bisschen verstehst, will ich dir das kurz erklären. Ja, aber ihr seid ja im Moment, seid ihr euch treu? Ja, ich glaube, dass er treu ist. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Er ist total komisch zu mir. Er distanziert sich richtig. Ja. Also ich würde an deiner Stelle einfach mal jetzt diese Sache mit diesem Zettel mal, wie gesagt, mal zur Seite schieben. Ihm auch glauben, zur Liebe gehört Vertrauen und wenn das sich noch weiter verschärft, ihn nochmal richtig klar ins Gespräch nehmen, was er sagt und seine Konsequenzen rausziehen. So würde ich es machen, liebe Sabrina. Ich bedanke mich für deinen Anruf und wünsche dir alles Liebe. Ich wollte dich noch fragen, ob du mir ein Autogramm zuschickst. Sehr gerne, dann rufen wir dich nochmal an, du legst auf. Ja, okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Und Stefan, 41 Jahre alt. Hallo Stefan. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen Stefan. Und was geht's bei dir? Ja, es ist, also man sagte mir gerade, ich sollte mich ziemlich kurz fassen, weil die Sendung fast zu Ende ist. Naja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja gut, okay, versuche ich es mal einfach mal. Also es geht bei mir um Fernbeziehungen jetzt. Ja. Und zwar habe ich eine Freundin, also die ich jetzt seit 2,5 Jahre kenne. Mhm. Die habe ich also auch über Telefon kennengelernt. Und also wir sind sehr gut zusammen. Mhm. Also wir lieben uns auch. Also, aber ihr wohnt weit auseinander. Nein, wir wohnen nicht weit auseinander, eben nicht. Na, also es geht jetzt darum, dass sie jetzt demnächst wieder wegziehen möchte. Ach so. Weil sie Heimweh hat. Also zu ihrer Umgebung. Ach so, es war damals eine Fernbeziehung. Sie ist dann zu dir gezogen. Sie ist zu mir gezogen. Richtig. Ach so. Und will jetzt wieder in ihre Heimat zurück. Da haben wir auch eine Zeit lang zusammen gewohnt und dann ging es wieder auseinander. Ah ja. Und will jetzt wieder in ihre Heimat zurück? Sie möchte wieder dorthin zurück, ja. Sie fühlt sich da wohler. Also sie hat hier irgendwie keinen Anschluss gefunden. Nee. Ja. So. Wie viele Kilometer ist das entfernt von? Ja, so 500. Oh. Ja. Oh, das ist viel. Ja, und jetzt, wir haben auch ein Kind zusammen. Mhm. Und ja, das, mich macht es irgendwo ein bisschen traurig. Ich habe ja schon gesagt, okay, wenn es gar nicht anders geht, ich meine, so fair muss man sein, dass man dann sagt, okay, wenn sie wirklich nicht anders kann, dann kann ich ihr da auch nicht im Wege stehen. Sag das ich. Kind ist noch klein. Natürlich. Ja, klar, ja. Ist 1,5 Jahre alt. Ja. Wie würdest du denn die Beziehung beschreiben? Ist das eine glückliche Beziehung? Also sie ist schon ähnlich. Also wir haben ein paar Monate zusammen gewohnt, aber wir haben gemerkt, dass wir beide zusammen irgendwo nicht so, ne, das ist zu heftig gewesen. Ne? Was heißt also, heftig? Ja, wir sind beide ziemlich dominant. Ne? Also ihr habt viel gestritten? Ja, wir haben uns gestritten, ja, aber eigentlich über Dinge, wo man sagen würde, okay, da hätte man einen Konsens finden können. Also ihr wohnt jetzt in zwei verschiedenen Wohnungen und seht euch aber oft. Ja, ich wohne 5 Minuten von ihr entfernt. Ja. Noch. Und streitet ihr jetzt auch noch oft? Nein, gar nicht. Im Gegenteil, seitdem wir auseinander sind, ist es irgendwo besser, ne? Also auseinandergezogen seid. Ihr seid nicht auseinander. Auseinandergezogen, ne? Ja, auseinandergezogen natürlich. Genau. Also nur räumlich getrennt. Ja. Also ist es schon eine eigentlich intakte Liebesbeziehung? Ja, schon, ja. Ja, schon. Ja, also würde ich mal sagen, ja. Also aber die Beziehung. Ich bin mir da eigentlich sicher. Ja. Was ist mit dem? Das Kind würde dann mit ihr gehen, ja. Ja, es geht mit ihr dann, ja. Das ist natürlich ein drastischer Schritt. Ja, für mich. Was mich jetzt etwas irritiert, wenn eine Beziehung angeblich gut ist und auch noch ein Kind im Spiel ist, dann 500 Kilometer wegzuziehen, ist schon merkwürdig. Es ist nichts vorgefallen, irgendwie, dass jetzt irgendwie was Dramatisches vorgefallen ist. Mhm. Ich bin ein bisschen irritiert, ich gucke zu viel auf den Fernseher jetzt, weil jetzt kommt da so das, ja, das kommt immer Zeitversetzer. Ja. Ja, wie soll ich das sagen? Also sie, ich habe sie kennengelernt. Also. Aber da muss sie ja in der Umgebung, in der sie jetzt wohnt, einen solchen Widerwillen haben. Ja. Das muss also, ja, dass sie bereit ist, ihre Beziehung zu opfern quasi. Das ist ja doch oder zu, so stark zu belasten und sich und dem Kind auch den Vater zu entziehen. Sie hat ja einfach keinen Anschluss gefunden, ja. Und ich möchte sie jetzt also auch nicht so einengen, dass ich jetzt sage, okay. Könntest du nicht mit ihr dorthin ziehen? Nein, kann ich leider nicht. Vom Beruf her. Also ich bin berufstätig und. Finde ich wirklich eine schwierige Situation, weil sie entzieht dem Kind ja den Vater auch. Ja, ich muss das. Ich würde jetzt fragen: Muss denn das wirklich sein? Kann man sich nicht kann man sich nicht immer irgendwo einleben? Nein, für sie muss es sein. Also sie ist da groß geworden und sie fühlt sich hier überhaupt nicht wohl. Das merke ich auch selber. Mhm. Und ich habe mir dann vorgestellt, ich bin alle 2 Wochen eben halt da. Mhm. Weil an Heirat ist nicht mehr zu denken. Ich selber bin geschieden und ich möchte eigentlich auch nicht mehr heiraten, wenn ich da mal. Stefan, in der Tat schaffen wir jetzt auf dem Sender das Gespräch nicht zu Ende zu führen, weil es jetzt gleich vorbei ist. Aber wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen.